Das Dorf Ovelgönne am Montagmorgen um 11 Uhr. Der eigentliche Pferdemarkt findet heute statt. Doch während Händler um die Tiere feilschen und die Kleinen ihrem Traum vom Pony ein Stückchen näher kommen, geht es auf der anderen Seite der Wiese turbulenter zu. Kaum ein Ovelgönner lässt sich das Frühshoppen auf dem Hamm entgehen. Bei strahlender Sonne tummeln sich hunderte Einheimische auf der Festwiese. Und feuchtfröhlich wird es hier schon kurz nach dem Frühstücksbrötchen. Der Pferdemarkt ist eben einmalig und etwas ganz Besonderes. Gerade hier auf dem Hamm, hier ist einfach jeder aus der Umgebung, der feiern will. In ein, zwei Stunden wird das hier auf den Tischen losgehen. Und die Mädels sind hier auch reines Freiwild, also da kann man nicht viel dran ändern. So, ne? Das war schon immer so. Man kommt hier jedes Jahr her, man sieht viele Leute, die man sonst immer das ganze Jahr nicht sieht. Und das ist ganz schön. Ich finde das Wahnsinn, was hier abgeht. Finde ich ganz toll. Ich kenne so viele Leute hier und Schnaps, ne? Eindeutig Schnaps. Hoffen wir nach dem Schnapsgenuss auf eine gute Erholung, denn am 1. Septemberwochenende im nächsten Jahr gibt es den nächsten Ovelgönner Pferdemarkt.